Applaus. Wir sind für Sie dabei am Mikrofon, auf der Tribüne, Manni Breukmann und Frank Buschmann. Und ab geht sie, die wilde Fahrt. Jo, und dazu herzlich willkommen hier bei Multigaming Clan Vogtland. Heute BVB gegen Leverkusen. Hier euer Mitbaron, hier in BVB-Tracht. BVB-Tracht, jawohl. Und wollen wir mal gucken, der erste Spieltag der Bundesliga vom BVB. Die Schwarz-Gelben, eine Mannschaft, die sich schon seit den 50ern stets auf ihre Jugendarbeit verlassen hat. Auch in der Meistersaison 2011, 2012 konnte man sich nicht gefühlt. Wollen wir mal das Ding klar machen hier im Ruhrpott. Da haben wir Reus vorne, Immobile, Kagawa, Aubameyang, ja, den Bender, Hummels in der Abwehr, Sokrates und so weiter und so fort. Die ganzen Konsorten vom BVB dabei. Bayer Leverkusen 0-4, Kießling an der Spitze, Leno im Tor, Kruse und Son im Mittelfeld. So. Bin ich mal gespannt, wie es ausgehen wird. Ich werde mich anstrengen. Und wir spielen hier auf Halbprofi. Harald Fimmler ist unser Schiedsrichter. Da gibt es einen Ballback wieder mal. So. Leverkusen hat Anstoß. Und auf geht's. Derby hat begonnen. Gleich fallen wir hin. So. Gib mir den Ball, mein Freund. Lars Bender. Bönisch. So schön abgewehrt von Hummels. Und jetzt gleich Konter. Gucken, ob wir es schaffen. Und wir können durchrennen. Und Tor. Geilomat. Chiro Immobile. Schön, schön, schön. Ganz anders aus seinem wirklichen Leben aus. Da haben wir nach der 6/7 Sekunde gleich eins gekriegt. In real life sozusagen. Das kommt da oben mehr an. Das ist keine Übertreibung, gehört nicht nur zu den besten Mannschaften Deutschlands, sondern auch zu den besten der Welt. Definitiv einen internationalen Titel konnte die Mannschaft seit 1997 nicht mehr. Kiel. Ja, schwimmen wir da hier aber auf den Aubameyang. Jetzt hat er die Perle. Gucken, ob er reinflanken kann. Kann er. Und? Nein. Das gibt's ja nicht. Ich hätte mir gleich reinmachen sollen. Oh Mann. So. Jetzt wieder auf dem Aubameyang. Starten wir durch und nimmt den Ball ab. Und. Okay. Kein Foul. Da ist der Schmelzer dran am Ball. Aber dann ist der Ball auch schon wieder Fucicato. Fucicato, das sind ein paar Kommentare. Und da bekommt er Unterstützung. Jetzt haben wir da Schmelzer wieder am Ball. Aubameyang versucht durchzustarten auf der Linie. Gibt ab. An Schmelzer wiederum. Er ist ein
einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Und wieder ins Abseits. So, das gibt es doch gar nicht. Schiedsrichter gespannt aus. Der Assi hebt die Fahne, der Schiri pfeift und beide haben recht. Erster Spieltag Bundesliga. Hier bei Multi Gaming Clan Vogtland. Und vielleicht findet sich ja mal der eine oder andere hier im Clan oder allgemein im Let's Player-Kreis, der auch FIFA zockt und wir dann mal zusammen ein Match spielen können. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Jetzt gehen wir mal hier auf totalen Angriff. Jetzt machen wir ein bisschen Druck. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Jetzt kann er flanken. Macht er nicht. Nimmt er mir wieder einen Ball ab, das gibt's ja nicht. Wie dumm ist denn das? Schöne Flanke. 1:1, Freunde. Jetzt wird's nochmal richtig dramatisch. Nicht schlecht. Sonne hat geschossen. So schnell kann ein Spiel kippen. Nach diesem Ausgleichstor ist alles. Immer auch betröppelt hinterhergelaufen, muss ich alles zugeben. So, jetzt geht's weiter. Der ist absolut unhaltbar. Jetzt wird's mal Zeit, dass der BVB wieder ein Tor schießt. Das ist ganz schön unter Druck hier, die Leverkusen. Na ja, gut, die sind auch ganz schön stark. So, gleich in die Spitze geschossen. Wir rennen jetzt mal durch und probieren mal unser Glück. Abgefällt, aber eine Ecke. So, Freunde, den müssen wir jetzt machen. Ist da gar keiner in meiner Abwehr. Ach hier, gut. Hummelt ist noch da. Als Anspielstation. Aubameyang. Und ab in den 16. Ja, damit hat er die Gefahr erstmal abgewendet. Und das versuchen wir hier abzuwehren. Der Sonnen ist echt stark, da müssen wir aufpassen auf den Kerl. Kiel. Wir müssen über das Mittelfeld. Keine Chance. Ball abgenommen und gleich vorgetrischt. Und. Jawohl, Freunde. Geilomat. Chiro Umebi wieder mit dem zweiten Tor. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das geil. 34. Spielminute. Ja, Chiro Immobilie war das erste Tor schon. Nicht schlecht. Ja, auch schon mal ein geiler Start in die Bundesliga hier bei FIFA 15. Und. Ah, das gibt's doch nicht. Oh, und jetzt total Angriff wieder. Jetzt können wir gleich noch eins reißen. Und abgewehrt. Was war das jetzt? Schiedsrichter hat sich sofort festgelegt. Elfmeter. Was Elfmeter? Bei mir? Ja. Immobilie wurde gefoult. Ist das geil, Leute. Gleich im ersten Spiel. Na, hoffentlich. Hoffentlich verballere ich nämlich. Bin auch noch nicht so ganz geübt drin. Natürlich gehalten. Wie kann es denn auch anders sein? Bin ja nur ich hier am Ball. Aber dafür wird er gleich in die Ecke rausgeholt, Freunde. Aber der Elfmeter, das war jetzt unser 3:1 gewesen. Schade. Fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Gute Übersicht. Im richtigen in die Gegner. Moment ist er am richtigen Ort. Schnell wieder weg. Wo ist mein Aubameyang hier oben? Da oben ist er. Schön gepasst.
Der Assistent zeigt an, Abseits. Abseits, so, Freunde. Sehr, sehr oft gemeckert über Schiedsrichter. Hier alles wunderbar, korrekte Entscheidung. Abseits. Jetzt könnte es gefährlich werden. Nein, wir müssen unser Tor verteidigen jetzt. Jetzt zählt alles. Schön ausgespielt, die unterste Seite. Aber nicht mit mir. Okay, die haben einen Wurf. Die Leverkusener. Bönisch. BVB sind sie. So, ich sag mal durch, hier nochmal mit dem Schmelzer. Da hat er vorhin schon gut vorgelegt. Und da werden wir gestoppt von einem Spieler. Eieiei. Ich werde auch die nächsten Folgen immer mal ins Ultimate-Team reingucken, wem es interessiert. Hier werden bestimmt auch mal Pokalspiele noch mitkommen. Hauptsächlich aber geht es hier um die Bundesliga-Saison. Die erste Bundesliga-Saison 2015. Es ist knapp, es ist Spannung drin. Und es sind schon drei Tore gefallen. Sozusagen 2014. So, das war die Halbzeit. Und dann machen wir gleich mal weiter. Wir wechseln noch nicht ein, wir wechseln erst später ein. Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. Wir müssen mal gucken, wen wir später noch mit reinbringen. So, schön geschossen. Schön Ball abgenommen wieder und wieder entnommen. Leute. Nein. Wir verteidigen jetzt hier, was hier geht. Was ist denn das? Ein Hin und Her mit dem Ball. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Ey, seine Fehler dürfen nicht passieren. Dazwischen geht, so macht man das. Fehlpässe. Sowas kann sehr, sehr schnell unangenehm enden. Und jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass wenn ich immer so abgehakt rede. Es ist einfach nur mitreißend hier. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Und! Oh, mein Mikro! Leute. Da hat er mit Baron gerade ein Tor geschossen. Muss ich mal fix mein Mikrofon richten. Geil, hier ungeschnitten beim Multigaming Clan Vogtland. Ist das geil. Marco Reus. 3:1 für den BVB. Weiter geht's. Die Saison läuft gut. So, jetzt haben wir wieder einen Ball. Kagawa hat den Ball. Versuchen wir wieder ein bisschen durchzukommen hier. Und schießen in die Spitze. Ah! Versuchen wir gleich abzunehmen wieder den Ball. Ganz klar, wir sind schneller. Wir müssen ja auch keine großen Gefahren eingehen, dass sie jetzt einfach so in unsere Spitze vordringen können. So wie jetzt ungefähr. Ja, da sollten sie den Ball lieber nicht verlieren. Bönisch. Schlecht. Schön, er kriegt hier Unterstützung. Schön ausgespielt. Ich will kein Tor kassieren mehr hier. Freunde, wie peinlich wäre denn das? Freunde. Weidenfeller streng dich gefälligst an. Ich guck mir das wieder hier über. So. Aubameyang, Seite. Da muss der. Und da ist uns ausgegangen. So, ja, wie feiert ihr denn das Spiel? Schreibt's mal bitte in die Kommentare. Was zockt ihr so gerne für Modus mit Freunden, Ultimate Team oder einfach nur Karrieremodus? Möchte ich mal gerne wissen von euch. Und ich will jetzt kein Tor schießen. Nee, ich will kein Tor, ich will schon ein Tor schießen, aber kein Kassieren auf dieser Seite. Das meine ich damit. Sondern diese Gesichtsentgleisungen hier. Ein riskantes
verdammtes Tackling. Aber es ist gut gegangen. So, dann schauen wir mal, ob der Aubameyang jetzt hier was reißen kann. Das ist ein ziemlich schneller Spieler. Da könnte was draus werden. Und jetzt sieht er aus. Oh, Leute. Wie doof ist das denn? Verpasster Topolos. Und der Hammer. Das 4:1 für den BVB. Uhuhuhu. Und da werden wir jetzt hier gleich hier mal gegen die Fahne treten und jubeln. Das, Frank, nennt man wohl eine deutliche Sprache jetzt. Ja, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass da irgendwo was gemacht hat. Nochmal das Tor BVB aus anderer Kameraperspektive. BVB. Und das ist unglaublich, wie er die gesamte gegnerische Abwehr austanzt. Ich glaube nicht, dass das noch gibt. Gucken wir die anderen Spiele haben. Oh, oh. Bender. Und jetzt sind wir schon wieder im Angriff. Gucken, ob wir den durchbekommen. So. So, Piszczek macht das Ding jetzt. Nein. Hummels. Komm schon, Hummels. Und nein, Hummels macht es auch nicht. Uff. Oh, das wäre fast ein Elfmeter gewesen. Oh. Schwein gehabt. So, Weidenfeller. Schieß mal dahinter. Gegen Online-Spieler natürlich ist es was anderes. Ich will euch erstmal den, sozusagen den Anfänger-Guide hier. Für mich, für diese Session finden. Dazwischen geht. Und ich spiele mal da hoch. Und jetzt stoppt man durch. Und flanken rein. Schöne Flanke. Und wir lassen erstmal die Flanke durchkommen. Machen einen Spitzball rein. Kommt zu spät an. Und Schuss aufs Tor. Und ja, war leider nichts. War eine Pflaume. Tolles Ding werden. Aber im Endeffekt überhaupt kein Problem für den Torhüter. 4:1, kurz vor dem Ende, eine klare Sache. Wer ist eigentlich der nächste Gegner? So, wir werden auch mal fix austauschen, wenn das das andere Team macht. Und zwar werden wir mal, wir werden den Subotic für einen Sokrates mal bringen. Den Ramos werden wir mal für den Kagawa eintauschen, weil den habe ich hier jetzt gar nicht rausgehört, obwohl er ein sehr, sehr guter Spieler ist. Und das soll es erstmal gewesen sein. Weiter geht's. Der nächste Kontrahent von Borussia Dortmund heißt FC Augsburg. Sie können zufrieden sein heute, haben gut gespielt und es sieht ja ganz nach einem Dreier aus. So, und habt das gehört. Als nächstes Spiel BVB gegen Augsburg, zweiter Spieltag. Wird dann als nächstes Let's Play kommen. Ja, recht große Überraschung, Manni, aber es ist verständlich. Das wollen sie sich nicht mehr nehmen lassen und das wird eine pure Abwehrschlag. Schön, da kommt der Ramos rein. Von der Entfernung lohnt es sich nicht wirklich, das Tor zu schießen. Und da haben wir doch schon Ramos. Und kann da was verändern? Und der Ball prallt von ihm ab und landet ihm aus. Die Wiederholung des Tores. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Und da kommt er im Strafraum zum Abschluss und links schlägt ein. Großartig. So. Castro. Jetzt aber. Jetzt ist er durch. Und da haben sie wirklich noch eins geschossen, die Leverkusener. Das gibt es doch nicht. 4:2. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Freunde, Freunde.
Jetzt müssen sie es aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon 2 Tore gemacht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive. So, okay. Dann versuchen wir noch eins zu schießen jetzt, oder? Und wieder da Sonnen. Scheint ein guter Spitze zu sein. So. Kiel, jetzt greift er ihn an. Hat er nicht geglückt. 90. Minute, 4 Minuten Nachspielzeit. Und jetzt werden wir nochmal vorstürzen. Einfach mal so, hier jetzt. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Was sind denn das hier? Jungminson. Obermeier. Und jetzt. Jetzt stürzen wir durch und werden wir es schaffen. Nein! Nein! Oh, Leute. Subotic. Obermeier. Das wär's gewesen, letzte Chance war das. Und da hat der BVB 4:2 gewonnen. Mich würde es freuen, wenn er beim nächsten Mal wieder einschaltet bei unserer Bundesliga von FIFA 15 mit dem BVB zusammen. Schaffen wir das dadurch oder nicht? Wie ist eure Meinung? Und ja, bis dahin, bis später. Euer Matt Baron, haut rein. Cheerio, tschüss. Und hoffentlich sind sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie. Tor!